Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier in diesem kleinen Tool to go möchte ich dir eine kleine Übung vorstellen, mit deren Hilfe du dir deiner Gedanken bewusst werden kannst. Wir haben ja häufig ganz viele Gedanken im Kopf. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich glaube, ich habe mal gehört, irgendwie 30.000 unterschiedliche Gedankengänge pro Tag, die wir haben. Und du hast bestimmt schon oft davon gehört, dass es super wichtig ist, auf seine Gedanken zu achten und immer nur konstruktive Gedanken zu haben. Und das gelingt uns ja häufig gar nicht so sehr. Und heute möchte ich dir ein Tool vorstellen, mit dem dir das ein bisschen leichter gelingt. Zuvor möchte ich dir aber hier diese folgende Karte zeigen und dich darum bitten, einfach einmal zu dieser Karte frei zu assoziieren. Welche Gedanken und Gefühle tauchen beim Betrachten der Karte auf? Mach das am besten in so einem Journaling-Stil, indem du dir einen Stift in die Hand nimmst und einfach erst einmal alles aufschreibst, was die Karte als Impulsgeber in dir hervorholt. Was bringt die Karte in dir zum Klingen? Und wenn du ein Problem hast, welche Antwort hätte die Karte wohl für dich? Welche Botschaft hätte die Karte wohl für dich? Schreib einfach erst einmal alles auf, was dir zu der Karte einfällt. Und dann beantworte mal spontan folgende Frage. Wenn in diesem Rucksack, den das Männchen hier trägt, emotionale Altlasten drin wären, was wären das für dich persönlich in deinem Leben für Altlasten? Wer hätte dir diese Packel da reingepackt? Vielleicht der Papa oder die Mama oder irgendwelche Kollegen? Oder wo kommen die Packel her, die in deinem emotionalen Rucksack vorhanden sind? Das sind so ein paar Reflexionsfragen, die ich dir hier am Anfang mitgeben möchte. Und jetzt möchte ich dir aber eine kleine Übung vorstellen, mit derer Hilfe du dir dieser ganzen schweren Gedanken bewusst wirst. Und ich sage das wirklich auch so, schwere Gedanken. Denn schwere Gedanken sind im Körper fühlbar. Und wir haben, wie gesagt, eine ganze Vielzahl von Gedanken, Glaubenssätzen, Glaubensmustern, die sind uns von früher eingeimpft worden, die sind uns mitgegeben worden, die haben wir erlernt, erfahren, wie auch immer. Und die können wir ja gar nicht alle so kontrollieren. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt optimistisch sein und immer nur gute Gedanken denken, das gelingt uns ja gar nicht so. Häufig verfangen wir uns ja wirklich in so einer Spirale und dann sind wir da schon wieder seit 10 Minuten irgendwie drin und grummeln so vor uns hin. Und da ist diese Übung wirklich hilfreich, dass du dir bewusst machst, wann es ein schweres Gefühl in deinem Körper gibt. Denn jeder Gedanke trägt ja ein Gefühl mit sich oder hat ein Gefühl als Folge. Und das ist der wichtige Punkt. Wir bemerken nicht immer, welchen Gedanken wir gedacht haben, aber wir bemerken häufig, wenn wir uns schlecht fühlen. Sobald du dich also schlecht fühlst, sage innerlich Stopp. Ich fühle mich hier gerade innerlich beschwert, innerlich schlecht, innerlich nicht mehr frei, nicht mehr locker. Stopp. Welche Gedanken habe ich in den letzten 5 bis 10 Minuten gehabt? Welche Gedanken haben zu diesem Gefühl geführt? Und kann ich diese Gedanken jetzt loslassen? Was macht es mit mir, wenn ich diese Gedanken weiter mit mir rumschleppe? Was macht es mit mir in einem Jahr? Was macht es mit mir in 2 Jahren, wenn ich dann immer noch diese schweren Gedanken habe? Und dann lass die Gedanken ganz bewusst los. Also das ist die Übung. Zunächst einmal auf deine Gefühle achten. Wann fühlst du dich schlecht? Dann sagen Stopp und dann auf die innere Forschungsreise gehen. Welche Gedanken haben zu dem schlechten Gefühl geführt? Und dann die Gedanken ganz bewusst entlassen. Das erreichen wir immer damit, wenn wir das noch schmerzhafter machen, indem wir uns die Frage stellen, was passiert mit mir in einem Jahr, wenn ich dann immer noch diese schmerzhaften Gedanken habe oder diese schweren Gedanken habe? Und dann wird der Schmerz noch größer und dann können wir diesen Gedanken loslassen. Manchmal ist es auch hilfreich, dir diesen Glaubenssatz oder Gedanken aufzuschreiben, dann in das Gefühl gehen, boah, was macht dieser Gedanke mit mir in einem Jahr, in 10 Jahren, wie fühle ich mich dann? Und dann wirklich durchstreichen das ganze Ding und das ad acta legen. Das ist die Übung, die ich dir heute vorstellen möchte. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Woche bei deinem nächsten Coaching Tool to go wieder. Bis dahin, ciao, eure Britta.